Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, so viel vorweg, wer im Jahre 2015 einen Fernseher kaufen möchte, stößt auf Probleme, die er nicht erwartet. Die Hersteller unterliegen einem harten Preisdruck und suchen nach günstigeren Produktionsmöglichkeiten. Die aktuellen TVs haben ganz neue Krankheiten in mehr oder weniger ausgeprägter Form, denn LED ist nicht gleich LED. Edge-Lit LED, Direkt-LED, Full-LED und OLED sind hierbei die vier Stufen der Qualität. Daher kosten manche 55 Zoll TVs 600 Euro und andere über 2000 Euro. Zu allem Überfluss verbauen die Hersteller auch noch Panels verschiedener Produzenten in ein und demselben Modell, die sich leicht voneinander unterscheiden. Aber das würde den Rahmen hier endgültig sprengen. Nichtsdestotrotz kann man auch bei den günstigeren Varianten einen guten TV erwischen. Im Folgenden möchte ich gerne meine Erfahrungen und mein Wissen mit allen teilen, die noch am Suchen sind. Mal zum Vergleich, damals, vor 5 Jahren, bekam ich meinen ersten Flachbild-LCD-TV. Dieser wurde angeschlossen und lieferte kein einziges Problem. Anfang Januar 2015 dachte ich mir, kaufe ich mir mal einen neuen und größeren Fernseher, der nicht zu günstig ist, gut aussieht und alles wird gut. Aber so war es nicht. Ich hatte nach zahlreichen Testberichten und Recherchen bei einem Budget von 650 Euro 800 Euro Fernseher verschiedener Hersteller ins Auge gefasst. Hierbei wollte ich von einem nativen 50 Hz-Panel Abstand nehmen, da diese zum Flackern neigen. Als Regel steht in der Produktbeschreibung 100 Hz NC oder 100 Hz BLB oder ähnliches, dann ist es in Wirklichkeit ein nähtiges 50 Hz Panel. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.